Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in New Siegerland beim Flowtrail Siegen und checken heute mal das Opening ab. Es ist endlich wieder Flowtrail Siegen Saison. Ihr wisst ja, ich bin super gerne an dem Spot, weil der einfach nicht so super weit weg ist und man auch schnell mal so eine Feierabendrunde noch hier drehen kann. Wir nehmen euch heute ein bisschen mit zum Opening, checken die Strecken ab und wünsche euch viel Spaß. Oh, hier ist aber gut was los, ey. Auf Abschnitt 1 findet ihr eigentlich nur ein paar Anlieger, einen kleinen Table, die ein oder andere Wurzel und zwei Doubles. Der erste Abschnitt ist eigentlich super zum Einrollen, weil es sich nach unten hin dann immer ein bisschen steigert und ihr nach und nach euch auch rantasten könnt an größere Sprünge und schwerere Features. Abschnitt 2 könnte meiner Meinung nach ruhig 3- bis 4-mal so lang sein, weil dieser Abschnitt macht einfach mega Spaß, besonders wenn man hier über die Wurzeln scheppert und richtig laufen lässt. Abschnitt 3 ist so ein Part, wo man sich so ein bisschen ausruhen kann oder für ein Enduro-Rennen trainieren kann mit Sprinten. Denn es geht immer leicht bergauf und man fährt dann ein Stückchen weiter in der Ebene, bevor es wieder bergab geht. Schön. Auf Abschnitt 4 findet ihr einen blauen Abschnitt und einen schwarzen. Der schwarze ist letztes Jahr dazugekommen und ist ein Table, der relativ steil ist, also so ein bisschen Dirtjump-mäßig. Und den finden besonders die Kids hier richtig gut. Das Schöne an Abschnitt 4 ist, dass ihr auch danach wieder relativ schnell zum Parkplatz hoch könnt. Das heißt, wenn ihr mal eine Pause einlegen wollt auf der Hälfte, dann könnt ihr das bei Abschnitt 4 tun und euch die anderen 4 Abschnitte danach vornehmen. Abschnitt 5 ist auch mehr so ein Transferstück, da es da ein bisschen mehr Uphill gibt und dann auch wieder ein Stückchen bergab. Ein kleiner neuer Double ist dazugekommen, den man mitnehmen kann, aber nicht muss. Auf Abschnitt 6 gibt es wieder Blau und Rot. Rot hat so eine kleine Kuhle, wo man dann runterfährt und wie in so ein Stepper ein bisschen hochspringt. Leider war es an diesem Tag da ziemlich matschig, weswegen wir das Ganze nur einmal gefahren sind. Daraufhin folgen dann einige Doubles, wo man sich schon so ein bisschen Speed zutrauen muss. Man kann allerdings auch theoretisch alles überrollen, sodass ihr keinen Stress habt. Thank you.
Abschnitt 7, mit Sicherheit einer der beliebtesten Abschnitte hier auf dem Flowtrail Siegen. Wir starten mit Variante Rot. Hier habt ihr so ein paar kleine Sprünge, einen Drop, der aber auch überrollbar ist, ein Table, ein Stepdown und diese Line macht auf jeden Fall richtig, richtig Laune. Wenn euch das allerdings noch zu viel ist, dann geht ihr einfach auf die Variante Blau, wo es dann sehr, sehr flowig ist. Es gibt so ein paar Doubles, die man auch einfach rollen kann, aber wirklich nichts Wildes, wovor man irgendwie Angst haben muss. Der letzte Abschnitt startet mit einer Drop-Batterie, wo ihr euch langsam rantasten könnt und eure Drop-Technik verbessern könnt. Folgen tun dann ein paar Sprünge, Anlieger und so weiter. Hey, ich bin noch nicht mit Jumps. Ich bin nicht voll wieder da. Merk schon. Langsam machen heute. Oh. Roadcap oder was? Roadcap. Wenn ihr keine Lust mehr auf Rot habt, könnt ihr aber auch hier auf die blaue Variante wählen, wo ihr einfach ein paar entspannte Kurven habt und es sehr, 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 sehr flowig ist. Boah, die ist auch tricky hier, die Kurve. Weg nach Hause, richtig müde. Es war auf jeden Fall cool. Ich bin aber echt müde, Leute. Also Flowtrail Siegen, auf jeden Fall ein Besuch wert. Wenn ihr dort fahren geht, nutzt auf jeden Fall die Spendenmöglichkeit oder werdet Mitglied beim MTB Siegerland. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Verein. Ich finde immer die Veranstaltung vom MTB Siegerland richtig cool. Egal, ob es jetzt das Opening ist oder auch das Trail Race jetzt oder auch die Radon Test Days, die stattfinden und so. Yes,
Ich muss aber allerdings echt merken, entweder liegt es daran, dass man jetzt viel einfach nur so chillig Trails gefahren ist oder dass noch die Erkältung so ein bisschen in den Knochen steckt, aber so kraft- und energiemäßig ist da Luft nach oben. Und ich bin auch zum Beispiel diesen komischen Table da, ne, auf dem Abschnitt 4, mit dem bin ich heute nicht warm geworden zum Beispiel. Da sind so ein paar Sprünge, die sind so ein bisschen umgeshaped, ein bisschen anders bahnen die sich jetzt. Und die werde ich mir auf jeden Fall nochmal vornehmen, wenn wir dort sind, wenn nicht so viel los ist. Yes. Falls ihr auch dort gewesen seid, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und yes, wir sehen uns in den nächsten Videos. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen und bis dann.